Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder Rossmann-Neuheiten für euch für den Monat Juli. Und ich mache das Ganze ja jeden Monat hier. Ich würde mich also freuen, wenn ihr gekommen seid, um zu bleiben und vielleicht auch ein Abo da lasst. Darüber freue ich mich immer riesig, wenn meine Community hier wächst. Und ja, wie jeden Monat habe ich euch spannende Produkte rausgesucht. Vor allem auch aus dem neuen Sortiment, was ihr bei Rossmann finden könnt. Als auch ja, andere LEs, die zum Beispiel dabei waren. Ein paar Produkte, die es auch nur online gibt. Und ja, alles, was mir so vor die Füße gefallen ist, wo ich weiß, das sind Produkte, die euch interessieren könnten. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß mit diesem Video. Hoffe natürlich auch, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und wir starten auch direkt mit einem ganz spannenden Produkt. Ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, um mich im Nachhinein jetzt doch dafür zu entscheiden. Ich möchte mir nämlich unbedingt die Reval Loves Me Palette Neon Lights kaufen. Sie ist Teil des Sortiments-Updates, was es gerade bei Reval Loves Me gibt. Und ich habe auch Produkte aus dem neuen Sortiment getestet. Schaut euch dazu super gerne das Video an. Das findet ihr ganz normal auf meinem Kanal. Ich werde es euch auch hier oben nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch reinklicken. Nein, es ist hier. Hier oben. Und ich muss sagen, ich war mir erst unsicher, ob ich sie hier auch haben möchte. Aber nachdem mich die andere aus dem neuen Sortiment so überzeugt hat, was ihr euch dann ja auch ansehen könnt im Video, denke ich, werde ich mir die hier auch noch holen. Einfach um sie auch als schöne, günstige, ja, und ein schönes, günstiges Produkt euch zeigen zu können, euch vielleicht auch daran erinnern zu können in anderen Videos und so weiter und so fort. Außerdem gibt es diese neuen Glitter-Glosse, Time to Shine nennen die sich. Und die erinnern mich vom Packaging her so ein bisschen wie die Juicy Bombs von Essence. Und vom Inhalt her sieht es ein bisschen so aus wie die Shine 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 Wet Look Lip Glosse von Essence früher. Und es gibt auf jeden Fall auch einige Farben. Ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren sollte, weil die von Essence sind ja sogar günstiger und meine Lieblingsglosse eigentlich aus der Drogerie. Machen wir weiter mit einem weiteren Produkt für die Lippen und zwar dem Juicy Smoothie. Und hier habe ich jetzt einmal stellvertretend die Variante Strawberry hier. Es gibt aber auch andere Varianten und ich denke mal, dass die auch mit einem bestimmten Duft versetzt sind dann. Und es ist halt so was Glossiges, denke ich. Ich weiß nicht, ob es auch pflegend sein wird für die Lippen. Da bin ich tatsächlich schon interessiert daran, weil ich halt total gerne so diese super wässrigen Produkte für die Lippen mag, die so ganz leicht sind. Das finde ich einfach richtig toll und liebe das. Dann gibt es neue Produkte auch für die Nägel, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Ich habe gerade selbst auch diese UV-Gel-Streifen von Manico drauf. Das ist übrigens die Variante Bubblegum mit diesem Verlauf. Finde ich richtig, richtig schön. Und ich müsste eigentlich immer noch einen Rabattcode haben, werde ich euch einfach in die Infobox schreiben, falls ihr daran Interesse habt. Also ich mag ja total gern diese UV-Geschichten. Mittlerweile, hierdurch bin ich jetzt so ein bisschen so, Step 1, Step 2, Step 3 und so weiter. Man wird auch schon ein bisschen faul, obwohl man dachte vorher, man ist nicht faul. Ja, es gibt auf jeden Fall von Reval Loves Me jetzt eben diese verschiedenen Steps für UV-Gel. Das finde ich richtig cool und falls man eine Lampe zu Hause hat, kann man das natürlich mega gut damit benutzen und natürlich auch total günstig im Verhältnis zu anderen Produkten. Ob sie genauso gut sind, kann ich natürlich jetzt gerade nicht sagen, aber vielleicht teste ich das mal aus. Eine Farbe, denke ich mal, werde ich mir mitnehmen. Ansonsten habe ich ja auch noch mein Neonail-System mit Base und Topcoat und ja, würde ich dann einfach damit nutzen. Dann gibt es von Insana ein neues Duschgel, Lemon & Lime, als Reisegröße. Ich habe das groß nicht entdeckt. Es gibt da auch die Handseife von. Die durfte ja auch bei mir einziehen schon. Und dieses Duschgel ist tatsächlich auch bei mir eingezogen. Ich habe das nämlich mit nach Düsseldorf genommen, als wir aufs Harry Styles Konzert gefahren sind. Ich wollte nämlich noch gerne noch ein kleines Duschgel mitnehmen. Und ich ja, mag nämlich nicht so gerne die es oft in Hotels gibt, die dann da so sind und so ganz herb riechen. Ganz oft riechen die so super herb. Das ist jetzt nicht so meins. Und ich bekomme da schnell Kopfschmerzen von. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Und falls ihr den Vlog dazu sehen wollt und generell mehr aus meinem Alltag, Food Hauls und jetzt auch ja, vielleicht ein bisschen mit dabei sein wollt, wie ich umziehe. Wir werden nämlich jetzt in einem Monat unsere neue Wohnung einziehen und Umzugscontent sehen möchtet, dann schaut sehr gerne bei meinem Vlog-Kanal vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Ja, dann gibt es von Sanosone noch ein Selbstbräuner Gesichtsspray. Da weiß ich auch, dass ich da viele Liebhaber solcher Produkte in der Community habe. Für mich persönlich ist das nichts. Das Ganze soll mit Kokosnusswasser sein und eben für Gesicht und Dekolleté geeignet.
Ja, falls ihr noch auf der Suche nach sowas seid, was eher so eine natürlichere, langsamer, natürlichere Bräune bringen soll, könnte das ja was für euch sein. Außerdem gibt es noch ein Pre-Sun Spray. Das Ganze ist für das nach dem Sonnenbaden sozusagen. Es soll die natürliche Bräune verstärken, ein Bräunungsbeschleuniger. Ich finde sowas immer ein bisschen schwierig, also ganz, ganz schwierig. Generell Sonne finde ich es schwierig, nicht nur so für mich und meinen Hauttypen. Ich habe tatsächlich mit 14 mal einen schlimmen Unfall gehabt, was meine Haut angeht. Und zwar bin ich tatsächlich mit meinem wirklich sehr empfindlichen hellen Hauttypen am See in der Sonne eingeschlafen. Und wie gesagt, ich war 14 und ich war eingecremt. Aber das passiert so schnell und seitdem sind halt die Nerven an meinem Rücken so geschädigt durch die Sonne von diesem schlimmen Sonnenbrand, weswegen ich geschrien habe, ich habe geweint, ich habe so viel geschrien, ich habe so viel geweint, weil es so weh getan hat damals, als es verbrannt war, über Wochen hinweg. Und ja, ich kann meinen Rücken nicht mehr spüren. Also ich habe da, das ist alles, da ist nichts mehr, es ist taub. Und deswegen seid bitte vorsichtig mit der Sonne. Es kann so schnell was passieren. Und auch mit sowas wie Bräunungsbeschleuniger, Bräunungsöl, sich mitten in die Mittagssonne legen. Es ist so, so gefährlich. So, kurzer Appell zu Ende. Weiter geht's mit Bettina Barty Honey Melon Body Butter. Ja, für normale und trockene Haut soll das Ganze sein. Von der Marke habe ich noch nichts gehört. 95% natürliche Inhaltsstoffe soll das Ganze haben und es ist auch vegan. Es gibt das Ganze auch nochmal in der Kakao-Variante. Ebenfalls eine Bodybutter und ich habe gesehen, es gibt auch noch eine Avocado-Version. Gekennzeichnet ist das Ganze hier als Online-Exclusive-Produkt, aber manchmal haben wir das ja, dass es eben Produkte auch sind, die halt nur in sehr, sehr ausgewählten Filialen auch stehen. Manchmal gibt es sie tatsächlich nur online, aber manchmal gibt es sie auch in den Drogerien selber aufgestellt. Dann habe ich von True bei TTZapt etwas gefunden und ich weiß nicht, was dieses True ist. Das ist mir vorher jetzt irgendwie auch noch gar nicht aufgefallen. TTZapt kennen wir alle, die bringen ja ganz viel auch diese Badeprodukte zum Beispiel raus. Auch hier habe ich jetzt ein Badeprodukt für euch und zwar das Verwöhn Badesalz Glücksbringer Pfirsich Vanille. Und ja, finde ich sehr ansprechend, muss ich sagen. Allerdings muss das schon für mich gut intensiv riechen, wenn das diese Kombination ist. Oft, wenn was mit Pfirsich ist, ist es einfach so, dass man es entweder riecht es muffig, das ist dann ganz schlimm, oder man riecht es irgendwie gar nicht. Pfirsich ist immer schwierig, auch wirklich gut zu bekommen. Dann gibt es von Duschstars ein Nachfüllbeutel für die Duschgel Magnolie. Finde ich sehr, sehr schön, wenn man das so, ja, auch eben als Nachfüller kaufen kann. Ich mag ja auch total gerne diese riesigen Seifenbeutel. Wir haben auch erst von einem Freund mal geschenkt bekommen gehabt. Frag mich nicht. Ich glaube, das war irgendwie 2,5 Liter Jenlen Seife. Das, ja, haben wir auch fleißig aufgebraucht. Dafür braucht man ein bisschen, aber gerade, ja, Händewaschen macht man ja schon sehr oft. Dann von M. Asam gibt es auch ein paar neue Produkte, die ich gefunden habe. Da gibt es ja auch Theken im Rossmann auf jeden Fall. Das Magic Finish High Class Liquid Concealer, den Concealer in Nude. Es gibt ihn in insgesamt 4 Variationen. Das ist jetzt nicht der absolute Wahnsinn. Man muss einfach da immer schauen, ob dann das Richtige für einen dabei ist. Die Farbranges finde ich halt generell sehr traurig. Haben wir schon oft drüber gesprochen. Wenigstens online ziehen jetzt wirklich sehr viele nach. Und gerade auch zum Beispiel bei Catrice und Essence ist es ja so, wenn man zum Beispiel was von den sehr, sehr hellen Farben kauft online oder auch von den sehr, sehr dunklen Farben oder auch von den Farben dazwischen, die in der Theke fehlen, wenn man die Liste durchgeht und dann der Zwischenton auch fehlt. Man kann es mittlerweile ja sogar online bestellen, ohne Versandkosten zu bezahlen, wenn es eine Online-Exclusive-Shade ist. Und das finde ich wenigstens super, dann ist man nicht doppelt bestraft. Dann gibt es von Benecos eine neue Lippenpflege und zwar in Minze. Das ist ja für alle Leute perfekt, die generell auch diesen frische, Kälte-Kick auf den Lippen mögen mit Minze. Für mich ist das ja nichts, aber es gibt ihn auch in Orange. Das wäre natürlich schon auf jeden Fall etwas für mich.
Ich habe aber genug Lippenpflege, die ich gerade im Moment aufbrauche. Also wirklich, ich war echt fleißig. Ich habe wirklich mich auch immer schön dazu gezwungen, Bodylotion zu benutzen, Handcreme zu benutzen, Lippenpflege zu benutzen in letzter Zeit. Einfach, um wirklich auch Dinge jetzt aufzubrauchen. Gerade auch mit dem Umzug lohnt sich's natürlich dann auch. Dann von Isana gibt es ein neues Schaumbad und zwar Melonenliebe. Das finde ich sieht wirklich unfassbar süß aus. Und ich muss sagen, so mein Herz von 2014, 2015, Sarah Isabel würde jetzt komplett losschreien, losrennen und sich das kaufen. Also Wassermelone, das war früher einfach sowas von mein Ding. Also wirklich, ich meine, ich liebe Wassermelone immer noch, ich esse sie unglaublich gerne, aber ich muss sagen, dass so dieser künstliche Wassermelonengeruch ist irgendwie gar nicht für mich. Vielleicht sollte ich mir das noch holen, um es mal wieder auszuprobieren. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ich will ja gerade Sachen aufbrauchen. Also wäre es jetzt nicht so gut, vielleicht auch noch sowas wieder, wovon ich noch genug habe, hierher zu holen. Aber naja, ihr werdet es herausfinden im nächsten Haul vielleicht. Dann gibt es von Sante Naturkosmetik auch neue Paletten. Und da habe ich einmal diese hier, Natural Rosies. Ich habe gar nicht im Kopf, dass Sante bei mir einen Aufsteller im Rossmann hat. Ich frage mich gerade, wie das in meinem neuen Rossmann ist. Das wird nämlich ein größerer Rossmann sein, darauf freue ich mich schon. Aber die haben immer so einen extra Aufsteller, meine ich in meinem Rossmann, so einen kleinen. Jedenfalls das hier schöne natürliche Palette, vielleicht sucht man noch sowas. Die andere finde ich auf jeden Fall schöner, das ist die Natural Nudes Palette, eine kühle Palette. Komplett cool-toned, finde ich richtig, richtig schön. Und das eine sieht so ein bisschen aus, also erstmal, diese Palette hat Farbnamen von Kaffee-Varianten. Wir haben Sugar, oder beziehungsweise auch was so dazugehört. Wir haben Sugar, wir haben Cream, wir haben Chocolate, wir haben Baby Chino, wir haben Brownie und Americano. Also irgendwie so Kaffee-mäßig, so fand ich richtig cool. Und eben das eine in der Mitte sieht sogar so ein bisschen so mit so einem grünen, ganz leichten hellgrünen Unterton aus. Eine sehr, sehr schöne Palette, wie ich finde. Spricht mich sehr an. Dann gibt es von Revaldi Loupe auch neue Produkte im Sortiment. Da konnte ich jetzt noch nicht so ein ganz, ganz großes Sortiments-Update oder so entdecken. Ich hatte euch vor ein paar Wochen schon mal neue Produkte vorgestellt. Da gab es ja Lidschattenpaletten. Und jetzt gibt es eben auch diese Metallic Eyeshadow Sticks. Klassiker. Ein Klassiker sind diese Eyeshadow Sticks ja auch. Gibt es ja auch wirklich von allen unterschiedlichen Marken auch wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Ich glaube, die bekanntesten, die es auch so immer noch gibt, sind so ziemlich von NYX, diese Jumbo Pencils. Die hatten ja auch wirklich schon mehrfach einen Hype irgendwie. Ich mag die auch. Ich mag die sehr gerne. Dann gibt es von Revaldi Loupe auch neue Hyaluron Lipsticks in insgesamt 10 verschiedenen Farben. Die sollen eben auch feuchtigkeitsspendend sein und finde ich immer sehr cool. Also heute trage ich ja eher so was Mattes auf den Lippen. Das ist übrigens die Soft Matte Lip Cream von NYX in der Farbe Roam. Finde ich richtig gut. Und dann gibt es von Revolution, beziehungsweise iHeart Revolution. Ja, bei mir ist es auch in der Drogerie erhältlich, aber ihr könnt es auch online bestellen. Ich weiß nämlich, dass nicht alle diesen Revolution-Part am Anfang haben, so diese ganz kleine Mini-Theke von Revolution. Gibt es den Pineapple Ombre Highlighter. Der gehörte zu einer Kollektion, das habe ich euch, glaube ich, schon vor 3 Monaten oder so vorgestellt. Dann konnte man das bei Make-up Revolution bestellen, also aus dem Ausland. Und jetzt gibt es eben bei Rossmann das Ganze zu kaufen, entweder im Laden oder so oder eben zu bestellen. Genau, und das ist eben so ein Highlighter mit 3 verschiedenen Farben und das ist eben so ein Verlauf von Rosa zu Champagner zu Gold. Und die Pressebilder, die hier verwendet wurden, sind so schlimm. Also die sind so hässlich. Ich habe diese Produkte schon in echt gesehen und sie sind wirklich wunderschön. Und das hier wird denen überhaupt nicht gerecht. Keine Ahnung, wer bei Revolution manchmal da die Pressebilder rausgibt, weil auf der eigenen Seite sind die Produkte ja auch viel schöner. Auf jeden Fall gibt es auch noch den Coconut Ombre Highlighter und die sind übrigens auch scented, also die riechen nach dem, was draufsteht. Was ich auch cool finde, dementsprechend bin ich hier raus. Es gibt aber auch das Ganze noch in der Cherry-Variante als Blusher. Und ich finde diese Blusher-Töne richtig toll, die diesen Verlauf haben. Klar, man könnte jetzt sagen, ja, aber es ist ja unpraktisch, wenn man es aufbraucht, dann bricht es irgendwo auseinander und dann sind die Farben unterschiedlich. Das stimmt schon, aber man kann halt einmal komplett
durchswirlen oder eben nur die eine, die andere Seite. Ich habe von Revolution schon was ähnliches mit so einem Peachton und mag das sehr gerne. Dann gab es auch eben diese Reihe mit diesen kleinen 5er Paletten, die hatte ich euch auf jeden Fall auch vorgestellt und die gibt es jetzt auch bei iHeartRevolution online oder im Laden bei Rossmann. Und zwar ist es hier die Mini Chocolate Shadow Palette White Vanilla Cream. Ziemlich langer Name. Und es gibt auch noch die Mini Chocolate Shadow Palette Raspberry Fool. Also je nachdem, was ihr euch da vom Farbschema eher wünscht, könnt ihr einfach mal schauen. Ich finde, Revolution macht auf jeden Fall Hop oder Top Sachen. Ganz oft. Also es hat mich entweder nur alles bisher enttäuscht oder ich war echt so wow. Was dazwischen? Nicht so wirklich. Ja. Dann gibt es von Dove auch noch etwas Neues. Und zwar Long and Radiant Shampoo. Das hat mich angesprochen, weil da ist das Dove-Logo in Orange drauf. Und das soll eben, ja, dafür sorgen, dass das Haar nicht so viel Spliss hat und es stärken und kräftigen und dementsprechend dafür sorgen, dass man eben die Haare lang bekommt. Dann gibt es von Dr. Wolf Blantur 21 auch noch ein neues Produkt und zwar das Nutri-Koffein-Shampoo Hashtag lange Haare. Und das ist neu, aber dieses Nutri-Koffein-Shampoo, das gab es doch schon vorher. Ich glaube, es ist nur ein neues Packaging und man hat jetzt einfach noch Hashtag lange Haare da drauf gedruckt. Also mir kommt das sehr bekannt vor. Aktuell habe ich das Gefühl, sind sowieso sehr viele Marken dabei, ihre Sachen zu rebranden, allein auch so vom Packaging her und so. Dann gibt es von Dresdner Essence ein Hautöl, ein Sensitiv-Hautöl, streichelzarte Pfingstrose. Finde ich richtig schön. Ich mag gerne Ölprodukte, gerade auch zur Pflege. Aber ich muss sagen, das mache ich schon eher gerne im Winter auch an meinem Körper. Jetzt im Sommer will ich Produkte haben, die so schnell einziehen, leichtere Texturen, aber die trotzdem pflegen, weil ich auf jeden Fall viel Pflege brauche auch. Und jetzt gerade auch mit der Sonne, ich creme mich zwar ein, aber meine Haut leidet halt immer irgendwie, wenn ich in Sonne komme und deswegen muss ich mich gut pflegen. Und hier ist die Isana Cremeseife Lemon and Lime, von der ich eben gerade schon gesprochen habe. Die habt ihr schon im Haul gesehen, dass ich mir die gekauft habe. Und ich habe gesehen, es gibt von Frosch noch eine Nachfüllbeutel für die Sensitive Dusche in Zitrone Minze. Und ich hatte im Kopf, dass das super viele Leute von euch mögen, die Frosch-Sachen. Deswegen habe ich das mal hier mit reingenommen. Und von Freiöl gibt es noch eine neue Hautpflege. Und zwar ein Ölbad. Das finde ich sehr spannend. Milky Bath Oil steht hier drauf. Für trockene und sensible Haut soll das geeignet sein. Mit Passionsblumenöl und Haferöl und Sonnenblumenöl. Also wirklich sehr viele Öle. Sowas ist halt perfekt für mich. Aber ich mag halt das Gefühl auf der Haut jetzt im Sommer nicht so gerne. Und es gibt noch von Playboy ein neues Parfum. Und zwar Midnight Gold Body Mist. Ja, da ist, glaube ich, wenn man da so ein Fan von ist, ne? Viele Leute kaufen das ja seit Jahrzehnten immer wieder. Dann gibt es von Isana ein neues Intimreinigungs- und Rasiergel. Das Ganze soll pH-balancierte Formulierung haben und mit Milchsäure sein und natürlich parfümfrei, so wie es auch sein sollte. Und von Revolution gibt es dann auch noch zu dieser Chocolate Palettenreihe eben auch noch die passenden Swirl Glosse. Insgesamt auch zwei verschiedene. Und von M. Asam ist eben auch ins Sortiment eingezogen eine neue Palette. Sie nennt sich Golden Vibes. Und so Golden Vibes-mäßig sieht es nicht aus. Und ich finde auch hier ist einfach, das Pressebild ist super unansprechend, wenn man das online sieht. Also ich finde die Aufteilung ist toll. Wir haben in der Mitte einen großen Highlighter, 4 Fännchen links, 4 Fännchen rechts. Das ist schön, aber sieht jetzt nicht super golden aus. Es scheint eine sehr natürliche Palette zu sein mit einem leichten grünen Ton noch, der enthalten ist. Und es gibt auch eine neue Mascara und zwar die Lash Mascara Deep Black Lift Lash Mascara. Und wie gesagt, keine krassen Updates aus dem Rival Deluxe Sortiment, aber dennoch gefunden habe ich hier den Glaze and Shine Nail Color. Und ich fand diese Farbe so schön, dass ich sie unbedingt zeigen wollte. Es gibt auch noch weitere 8 Varianten, aber das ist einfach so schön mit diesem Glitzer Silber. Da kriege ich auch direkt so, muss ich irgendwie an November denken. Das ist so für mich so eine Farbeübergang von Herbst zu Winter. Richtig, richtig hübsch. Und auch was für die Kleinen.
ist in diesem Video mit dabei, an alle Mamas und Papas da draußen, die mir jetzt hier zuschauen. Isana Kids, Paw Patrol, Waschschaum, Heldenpower. Ich glaube, da können sehr viele Kinder richtig, richtig viel Spaß mit haben. Gerade auch, wenn die Texturen dann ja auch so unterschiedlich sind und mal was anderes anzufassen, ist ja auch total schön für Kinder. Dann von Girl Got Lashes habe ich so viel Werbung gesehen, dass ich dachte, ich nehme das Ganze mal mit auf. Das sind halt eben so diese kleinen Lash-Teile, die man sich so anklebt von unten an die eigenen Wimpern. Und dann soll das irgendwie bis zu einer Woche halten. Es gibt verschiedene Styles. Für mich persönlich ist es halt nichts, weil ich klebe mir super einfach falsche Wimpern auf. Falls ihr euch dafür interessiert, ich habe sogar einen ganzen Online-Kurs dazu gemacht, einen kleinen Mini-Kurs. Verlinke ich auch immer in der Infobox meine Online-Kurse. Es ist so einfach, wenn man erstmal sich damit auskennt. Und ehrlich gesagt, wäre mir das zu viel Arbeit, weil wenn ich dann mich irgendwie schminke und dann an meinem Auge reibe, hätte ich irgendwie Angst, dass das abgeht. Ja, ich glaube, das muss einfach jeder selbst entscheiden. So wie mit allem. Und das ist doch auch das Schöne. Jeder kann hier selbst entscheiden, was er tut oder nicht, was er sich kauft oder was nicht. Dann hoffe ich jetzt, dass es wie immer unterhaltsam und informativ für euch war. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!